Ja, um die Vorlesungsumfrage elektronisch durchführen zu können, müssen einmal die Mailadressen der Teilnehmer aus dem LearnWeb in unser Evaluationssystem übertragen werden. Angeblich geht das ganz einfach, also schauen wir uns das jetzt hier mal kurz an. Okay, ich gehe zunächst mal auf meine Vorlesung im LearnWeb. Okay, und dann muss hier oben bearbeiten eingeschaltet werden. Das heißt also, da oben sollte es rot sein. Und dann gehe ich hier nach ganz unten. Und da unten gibt es Block hinzufügen. Und da wähle ich aus dem Block EFASYS Export. Dieser Block ist übrigens für Studierende nicht sichtbar. So, jetzt ist er auf der rechten Seite irgendwo dazugefügt worden. Ja, da ist er. Und dann gehe ich auf Status der Evaluation anzeigen. Und dann steht hier, ja, wenn ich ehrlich bin, ich habe es schon mal ausprobiert, deshalb steht hier schon beauftragt. Wenn das nicht so wäre, dann würde ich hier einmal die Daten kontrollieren. Und das sieht korrekt aus. Das ist der vorgeschlagene Zeitraum, 25. Mai bis 7. Juni 2020. Ich werde das Datum also nicht ändern. Ich bitte Sie auch, das nicht zu tun. Es sei denn, es gibt einen Grund dafür. Und dann beauftrage ich die Evaluation. Es dauert. Und das war's. Ist bereits beauftragt. Ja, das ist richtig. Ja, aber genau das sollte es eigentlich gewesen sein. Und damit sollten die Daten jetzt beim Evaluationsbeauftragten ankommen, also bei mir. Okay, das war's.